Aufatmen bei der Polizei. Nach der Flucht eines 47 Jahre alten Sexualstraftäters aus Coburg, der bei seiner Verhandlung während einer Pause durch ein Fenster im Erdgeschoss aus dem Landgericht Coburg geflüchtet war, wir haben darüber berichtet, meldet die Polizei heute Mittag die Festnahme des gebürtigen Irakers. Nach mehr als 24-stündiger intensiver Fahndung, unter anderem mit Spürhunden und mehreren Hubschraubereinsätzen, ist der Mann nach einem Zeugenhinweis in Grub am Forst nur unweit von Coburg gefunden worden. Wir haben seit gestern intensiv mit rund 400 Einsatzkräften nach diesem Mann gefahndet. Heute, kurz vor Mittag, ging dann tatsächlich ein Zeugenhinweis auf eine verdächtige Person im Bereich Grub am Forst hier im unmittelbaren Umfeld von Coburg ein. Und die Person konnte dann durch eine Streife nach kurzer Flucht, er ist in eine angrenzende Wiese gerannt, wurde dann verfolgt und konnte dann festgenommen werden. Der schnelle Fahndungserfolg ist für die oberfränkische Polizei enorm wichtig. Da die Beamten die Flucht nicht verhindern konnten und zumindest eine Teilschuld nicht auszuschließen ist, stand die Polizei unter erheblichem Druck. Wir haben jetzt zunächst einmal oberste Priorität auf die Fahndung nach dem Täter gelegt. Und jetzt kommt die akribische Kleinarbeit. Wie konnte es zu dieser Flucht kommen? Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich fordert nun eine lückenlose Aufklärung. Es ist nicht hinnehmbar, wenn Gefangenen die Flucht aus bayerischen Gerichten gelingt. Sicherheitslücken sind nicht akzeptabel. Ich habe heute sofort veranlasst, die Hintergründe der Flucht zusammen mit der Polizei lückenlos und unverzüglich aufzuklären. Es ist vollkommen richtig, dass die Polizei den Vorfall zum Anlass nimmt, gemeinsam mit der Justiz die Einsatzkonzeptionen zur Bewachung von Gefangenen zu überprüfen. Schon nach Regensburg hat das Justizministerium auf meine Anweisung die Gerichtspraxis in Regensburg aufgefordert, die Sicherheitsvorkehrungen vor Ort umgehend zu überprüfen und mögliche Maßnahmen zur Erhöhung der Gebäudesicherheit zu ergreifen. Außerdem habe ich damals angeordnet, einen umfassenden Sicherheitscheck für alle bayerischen Gerichte in Abstimmung mit der Polizei zu erarbeiten. Nun sind die Gerichte in Bayern in der Pflicht und auch unter Druck. Bis Ende dieser Woche müssen sie das Justizministerium über ihre örtlichen Sicherheitskonzepte informieren.